Leo Tolstoi schreibt: Die Natur gibt versuchsweise die Besten her. Und wenn sie erkennt, die Welt ist für sie noch nicht reif, holt sie die Besten wieder zurück. Vielleicht ist ja auch er etwas zu früh auf diese Welt gekommen. Vielleicht waren die Zeiten noch nicht reif für derart bescheidene und sensible Künstler wie ihn. Der Regisseur Roland Gräf über seine 30 Jahre bei der DEFA: Ich kann nicht sagen, das war richtig und das war falsch. Es war mein Leben. Liebe Freunde, bei Reden auf Jubilare und Tote kommt es nur aufs Loben an. Roland war mit Sicherheit der wichtigste Regisseur bei der DEFA, den ich gehabt habe. Ich habe immer gesagt, du bist so vornehm. Und er ist wirklich ein Vornehmer gewesen. Einer, der, wenn man vornehm so versteht, wie ich es verstehe, im Sinne von nobel. Äußerst konsequent und gleichzeitig zurückhaltend und konzentriert auf die Schauspielerarbeit, die ja in dem Moment, wo die Kamera surrt, das Wichtigste ist dann. Schwieriger steht es mit dem zweiten hier, das mit deinem Mann zu tun hat, der Geschichtslehrer ist und folglich etwas wissen muss von der Lehrbarkeit der Historie, der Historiomatie. Ich habe ihn einfach immer sehr, sehr gut verstanden, glaube ich. Und ich glaube, er mich auch. Und ich habe ja sehr verschiedene Frauen bei ihm gespielt. Und manchmal habe ich gedacht, ach, aber er hat sich nie geirrt. Ich habe dann immer einen Weg gefunden und Zugriff auf die betreffende Rolle. Als er kam und sagte, dass ich eventuell besetzt bin, da war ich kannte die Novelle von De Bruyne nicht, die habe ich gelesen dann natürlich sofort. Da war ich wie von Sinn und dachte, wenn ich die Rolle nicht kriege, muss ich mich erschießen hinterher. Meine eigentliche Frage, nun will ich endlich dazu kommen, aber ist die, ob Sie nicht mit mir Brüderschaft trinken wollen. Herr Professor, ich bin... Das ist, wenn Sie wollen. Wenn Sie meinen Antrag also als das, was er ist, und nicht als Ehre nehmen, und wenn Sie dazu noch vergessen können, dass ich in ein paar Wochen Ihr Chef bin. Offensichtlich, er hat das zwar immer abgestritten, er war sehr unzufrieden nach irgendeinem Drehtag oder nach ein paar Drehtagen mit mir und kam plötzlich und sagte, du musst dir mal angucken, wie der Böwe das spielt. Und wollte mir plötzlich Muster zeigen. Und da er ein Viertel oder die Hälfte des Films war vorbei, mich vorher nicht gucken lassen hat, habe ich das abgelehnt. Und er hat mich dann auch nicht gezwungen dazu. Suchen Sie etwas? Nein, nein. Guten Tag, Leutnant Rödel. Oder doch, ein Grab. Friedrich Wilhelm Maximilian von Massow, aber... Gewiss, ich sehe, der Friedhof ist abgesperrt, aus Sicherheitsgründen. Ich bin ja nicht dagegen. Die Sache ist nur, ich betreibe historische Forschung, die es notwendig machen, dort ein Grab zu besehen, das, falls es noch existiert, dem Staat gehört, dessen Bürger auch ich bin. Ich will nicht nach West-Berlin. Das sind wirklich Filme, die Auskunft über die DDR geben. Also gültige Auskunft, wie ich finde. Es geht eben nichts über einen Draht nach oben. Ich finde, es steht hier nicht besonders gut, die Redensarten des Professors nachzuplappern. Man brauchte nur hinzugucken, manchmal. Und dann sagte er, also sagte er auch nicht, sondern guckte nur irgendwie zurück. So wie fast oder so. Und dann wusste ich, muss noch an irgendwas friemeln, damit er so macht. Und das hat er dann irgendwann. Ja, und das war sehr schön. Also bei Fallada auch, das war auch sehr schön. Kein Mensch will das begreifen. Das ist die Hölle! 5:30 ist nicht 12:30! Um 12:30 wird in diesem Hause gegessen! Und wenn hier 10-mal irgendwelche Schreiber kommen und Unsinn reden... Er hat ein großes Interesse an der Aufrichtigkeit des Moments. Klappt's nicht? Hervorragend. Wo wollen Sie denn hin?
in die Schweiz. Neulich hat's einer sogar bis nach Plauen geschafft. Ist das nicht gleich um die Ecke? 30 Kilometer. Die sind alle geprägt von der Tatsache, dass er diese Fotos macht, weil sie ihn woanders nicht mehr arbeiten lassen. Und das sieht man den ganzen Bildern an. Und das war auch seine Grundstimmung dann. Es war so, dass ich ihn wenige Tage vor seinem Tod noch zufällig getroffen habe, weil er in dem Hospiz war, an dem ich immer, wenn ich spazieren gehe, vorbeigehe. Und da sah ich ihn plötzlich auf der Terrasse sitzen mit einer von den Töchtern. Und da bin ich hin und ich habe mich so gefreut, dass ich den noch mal gesehen habe. Es war ja schon einige Monate klar, dass er sterben wird. Und wie er damit umgegangen ist, das fand ich also, passte sehr zu ihm, so wie ich ihn bis dahin eingeschätzt hatte. Ganz genau so hat er das beendet. Und dass wir da noch mal miteinander quackeln konnten, und das war das allerletzte Mal, wo er überhaupt draußen war, das ist ganz besonders schön. Und kurz vorher war noch eine Ausstellung mit Fotos, mit wunderschönen Fotos. Da habe ich mir noch eins gekauft und das hat er noch signiert und das habe ich jetzt. Das ist sehr schön. Nee, ich schicke nichts hoch. Roland, verzeih mir, die Frage beantworte ich nicht. Ich grüße dich, falls du da oben bist und nicht in der Hölle.